Ene, Mene, Mu und raus bist du. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück. Oh, 10er Steuergerät. Ja, und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Und Minitro, geil. Feindesland, Missionserfolg, Quest 3, Fortschritt 1 von 5. Oh, eine Basslieferung, tolles Geräusch. Was gibt's denn da für Getränke? Lady, du beeindruckst die richtigen Leute. Wenn du möchtest, hätte ich noch was für dich. Wie klingt deine Fluchtfahrt? Klingt großartig. Das wollte ich hören. Ich schick dir die Position. Man könnte mal ranzoomen. Ich kann es gerade nicht erkennen, was da auf den Schildern steht beim Automat. Wo ist denn der Spaß? Der hier in der Nähe? In der Nähe ist gut. Überhaupt gar nicht. Da oben wäre was. Eine Tankstelle. Ein Sprintrennen mit einem Racer. Der Runner würde das auch grundsätzlich schaffen. Haben wir unten noch was zum Erledigen? Handschläge? Nee. Können halt Garage gucken und Auto haben wir eh gerade gekauft. Dann fahren wir hoch. Gleich zu dem? Ja, komm. Wenn wir einmal dran sind. Auf dem Weg dahin kann ich ja fleißig driften. Ich weiß, das Projekt ist schon etwas fortgeschritten, aber ich sag's nur allzu gern, weil wieder ein paar Ansprüche kamen und da womöglich auch was durchgeht, macht den Adblocker an, falls die Werbung kommen sollte, dass ihr dafür gewappnet seid. Ah, falsch. Muss doch hier auch. Ich habe schon gemerkt, dass wir da ein paar Ansprüche gemeldet haben, weil sie im Hintergrund die Musik mitbekommen haben. Ist soweit keine Folgensperrung. Das ist ja soweit so gut. Das würde mich ja richtig ärgern, wenn ich da irgendwas rausschnippeln müsste oder mit irgendwas überspielen müsste. Und insofern wäre Werbung noch das kleinste Übel, aber weil Werbung halt kacke ist, macht den Adblocker an. Wenn ihr Werbung auch nicht mögt. Außer ihr mögt KitKat-Werbung und Zahncreme oder was weiß der Geier oder ich, was YouTube da zurzeit ausstrahlt. Denn ich habe einen Adblocker an und einen Spieltrab. Ich habe keine Ahnung, was die Werbung gerade bei YouTube läuft. Hey, ich habe eine neue Renndisziplin erfunden. Wirklich? Ja, sie ist wie Drag Racing. Du kommst nach dem Ende der Viertelmeile ein Sprung und wer am weitesten springt, gewinnt. Wie nennst du sie? Schön, dass du fragst. Bereit? Oh Gott, Dragonfly. Kleinigkeiten gefallen mir da. 274, Mist, zu spät genitrot. Ja, persönliche Bestleistung, die Palümpel hier, die klingt cool. Was kriegt der Wagen bergab in Nitro rauf? 287 und na, 294 und das ohne Nitro. Also der kann die Geschwindigkeit von selbst halten. Der ist ja von Haus, aus, ja schon gar nicht mal so schlecht, der Camaro. Oh, da ist noch eine Radarfalle auf der anderen Seite, die wir noch gar nicht haben. Das ist ja schlampig. Moment. Na, erstmal Auto kaputt machen. Zäune weg, rummen, rammen, dülü. Oh, einen Speedrun haben wir auch noch nicht. Daher war, hier war doch das eine Rennen. Ja, das eine Rennen. Ihr wisst schon, was ich meine. Sind noch gar nicht so lange her. Ziel 202. Dann können wir richtig Anlauf für... Upsala. Die Radarfalle nehmen. Also richtig Anlauf. Ist immer noch nicht das Ende. Hinten ist das Ende. Mehr kriegt er nicht drauf. So, ich glaube, das reicht als Anlauf für die Radarfalle. Mittlerweile haben wir mehr als ein Viertel der Sternchen in dieser Welt gesammelt. 322. Wir kriegen den Wagen noch nicht mal über 300. Ist gar nicht so schlimm.
Krams. Ah, Dirk ist nicht gut. So, hier kommt die gleich. 291. 202, 286 in etwa. 979? Scheiße. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Sterne das waren. Das sehen wir aber gleich, wenn wir noch länger warten. Bestimmt nur 2. 306, okay. Ist aber gar nicht so weit weg. Noch ein klein wenig herumtunen und dann haben wir das. So, keine 800 Meter mehr. Bams. Direkt vor unserer Haustür. Au, schon wieder diese Kante. Die ist voll fies. Die Silver Casino Lodge. Nein, danke. Ich behalte mein Geld lieber. Kriege ich den Wagen auch so gedriftet, indem ich nicht auf dem Kreis herumdrehe? Moment, das probiere ich mal. Ah, ganz schön schwierig. Ich kann die im Drift halten? Nee, doch nicht. Also da tut es sich schwer, da tut es sich wirklich schwer. Jetzt will ich einfach nur den Drift in einem weiten Bogen erhalten, im Kreis, das kriege ich nicht hin. Jetzt geht's, aber ich krieg... Ah, krieg ich einen Kreis hin? Nee, nicht ganz. Das geht mit einem Mazda viel einfacher, ist aber auch ein Drifter. So, 220er Stufe, wir haben 252. Navarros rechte Hand hatte ich als Fluchtwagenfahrerin für einen Mitarbeiter des Haus engagiert. Stell dich auf eine heiße Verfolgung ein. Klingt gut, mit einem Leichtbau-Autorunner. Aber es ist ein Camaro. Nehmen wir da Ziele 15 beinahe Unfälle. Nee, das mache ich nicht. Bevor die Zeit abläuft. Nee, ohne Zeit hätte ich es gemacht, aber so nö. Haben wir das Leute schon? Müssen wir das erst einsacken? Ich glaube, wir sacken es erst ein. Nein, sacken wir nicht. Direkt vor unserer Garage. Kill-Switch-Einheiten. Ach. Camaro. An alle Einheiten. Adam 1310 verfolgt ein Chevrolet Camaro. Zielperson fährt in westlicher Richtung nahe der Silver Casino Lodge. Chevrolet Camaro. Ich sag einfach Camaro. Klingt cooler. In dem Fall zumindest. Manchmal klingt auch Englisch cooler, aber Deutsch klingt meistens lustiger. Attackiere die Cops, um die Zielerfassung aufzuheben. Kommt ein Helikopter gleich an, oder haben die... Hat die Polente jetzt solche an den Autos dran? Jimmy! Na sowas, was für eine nette Überraschung. Das Haus sagte, sie wollten nur reden, ich schwör's dir. Du mieser Verräter, arbeitest jetzt also für das Haus? Du etwa nicht? Du fährst meinen Fluchtwagen. Oh, richtig, guter Punkt. Einen Helikopter sehe ich noch nicht. Hast du so einen Kill-Switch vor uns, Typ? Aua. Echt jetzt, Leute? Echt jetzt, Leute? Was, wirklich? Oh, hier ist eine Sperre. Ich habe da gar nicht hingeguckt. Ich habe nur auf die neben uns geschaut. Voll der Tunnelblick zur Seite. Ja, und die sind an ihrer eigenen Straßensperre zerbrochen. Ist der gelbe ein Kill-Switch-Fahrzeug oder ist es einfach nur eine Polente, die uns noch nicht sieht? Gerade ist es einfach, aber kommt vielleicht noch. Wir fahren noch knappe 9 Kilometer. Fluchtpunkt in 44 Sekunden, das sind Checkpoints. Wie schnell der kaputt geht. Helikopter. Du arbeitest jetzt für das Haus? Wolltest dich nicht einlochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Ha, klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. In südliche Richtung durch die North Liberty-Tunnel. Ich schätze mal, in der zweiten Hälfte des Rennens, des Sprintrenns, kommt ein Helikopter an. Was ist denn hier los? Och, nö. Scheiße, die haben ja doch Nagelbänder. Kacke. Jetzt fangen die uns wohl zum ersten Mal, oder? Die sind so blöd und schaffen es nicht. Ah, die Reifen haben sich regeneriert. Was ist das denn? Hä? Das ist ja schwach. Ich habe jetzt fest mit der ersten Verhaftung gerechnet. Die regenerieren sich?
Das ist ja dünn, das ist ja anspruchslos wie sonst was, wie ein Stück Trockenbrot. Nee, ist anspruchsvoller. Ich muss das mal kauen. Nicht schon wieder. Straßensperre mit Nagelbändern, nicht reinschieben. Ich war das nicht. Komm, hab, je weniger Typen hier sind, umso besser. Ist hier ein Nagelband? Das ist unser erstes Nagelband. Aber, aua. Was? Die haben uns lahmgelegt. Du hast dich null verändert. Ich glaube, das ist einfach so gekommen, das Killswitch-Ding. Ach hier, das ist mit diesem... Ist das ein Stromhans? Ist das ein besonderes Zeichen über seinem Dach? Ich hau einfach ab. Mann, eigentlich haben die uns schon zum zweiten Mal in der Mann gehabt. Ja, schaut mal, der rechts ist das, der so rumströmt. Ich kann nicht fahren. Das passt das mit der Zeit nicht. Verfolger zerstören bringt Bonuszeit. Scheiße, 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 das kostet zu viel Zeit, das schaffen wir nicht mehr. Dann wäre keine Reifen mehr, auf einmal sind die wieder da. Na, hier kommt kein Checkpoint. Kacke. Ty wird sich totlachen, wenn er hiervon erfährt. Zum Glück läuft das nicht im Internet. Das könnte knackig werden. Also aufgepasst, Nagelbänder gibt's doch. Und Killswitch fahren der Fahrzeuge. Nein, definitiv nicht. Das könnte echt knackig werden. Mal gucken, ob wir den Wagen tunen müssen und ob ich es einfach schaffe. Camaro. Vielleicht sind die Nagelbänder jetzt woanders platziert. Diese Dodges. Bist du irre? Na, na, na. Wenn schon, dann bekloppt. Och ne, jetzt hat er uns gedreht, der Arsch. Das kostet jetzt Zeit. Blöder Hans. Bestenfalls einfach auf Abstand halten. Abstand. Ich habe das Zielfahrzeug gerammt. Vorne ist was. Keine Straßensperre, nur ein Typ. Ganz normaler Hans, der uns rammen kann. Kein Dodge. Irgendwas anderes. Ich weiß. Ich hab gar nichts gemacht. Ich weiß nicht. Ich war zu doof zum Fahren. So, Nagelband kam hier noch nicht, aber ich ist noch woanders. Boah, der Camaro sieht so cool aus. Wie die Lichter sich in den Rücklichtern spiegeln. Aha, Nagelbänder. Ihr hättet es ja mal ansagen können. Habt ihr das? Ich habe gar nicht noch gehört. Ich muss mal auf den Polizeifunk achten. Da sind wieder Dodge. Zwei vorne sind eigentlich Dodge. Weg. Oh, Killswitch hinter uns. Das wirkte gerade so. Das war ein Totmachschalter. Das ist ein normaler Hans. Der, was hat er denn gemacht? Ist über einen Kieselstein gefahren? Oh, oh, oh. Das war mein Ziel in der Hoffnung, dass sie wirklich stehen. Also, die Laterne da, das Schild. Cooler Scheiß. Jetzt haben wir erstmal Ruhe. Jetzt muss ich aber auf die Zeit achten. Was ist das für ein neuer Steg normalerweise? Was ihr wisst. Ich kürze ab. Oh! Das wird nie langweilig. Schnell weg. Zum Glück können wir uns so schnell umdrehen. Genau, ob die Abkürzung so günstig war mit dem Zeitverlust. Ach, hier sind wir vorhin hängen geblieben. Komm, lass mich rum. Gucken, ob es hier noch ein Nagelband gibt. Direkt neben der Straße. Lincoln 130, haben Sie ein Positionsoffizier für mich? In südlicher Richtung durch Liberty Desert. Verfolgung läuft in südlicher Richtung durch Liberty Desert. Hier ist es zu weitläufig, hier kann man kein Nagelband hinlegen. Wobei kann man schon, aber das macht man eher an Engpässen, wie zum Beispiel Tunnel.
15 Sekunden, 2,3 Kilometer noch. Ich dachte schon, der kegelt seinen Kollegen raus. Nein, sie hat uns hier reingeschoben. Da oben kann ich nicht lang. Och nö, das schaffen wir wieder nicht. Killswitch-Typ neben uns, das schaffen wir niemals. Scheiße. Ich darf mich überhaupt nicht in irgendwelche Konflikte verwickeln lassen, im Sinne von... Wir bleiben stehen oder müssen wir umlenken? Fahr weiter, wenn du Nagelband erwischt hast. Da war ein Bindestrich, das habe ich jetzt nicht lesen können. Denn du hast selbst Aufpumpen der Reifen. Wie sieht denn der Nissan 350Z aus? Okay, Nagelband nach dem Tunnel. Scheint immer an der gleichen Stelle zu sein. Ist schade, weil das macht es sehr berechenbar. Eines Camaro. Oh oh. Straßensperre. Okay, es wird Chance für uns. Wir bekommen den Schalter erst, wenn wir das finale Rennen fahren, schätze ich. So, bitte nicht wieder blöd drehen. Wo der Zivilist hinkugelt, habt ihr das gesehen? Ja, 13, unser Motor ist hin. Die Verfolgung aufgeben. Verstanden. Bestenfalls gewinne ich so viel Land wie möglich, damit ich so wenig wie möglich in den Zweikampf gerate. Oh, danke, ich hätte den Zivilisten sonst gerammt. Gleich kommt der Tunnel. Ja, der Gelbe auf der Karte ist der Killswitch-Typ. Hey, entspann dich mal! So, links halten. Oh, sie haben es doch angesagt. Nein! Ich fahr wieder rein. Vorne rechts, der ist noch ganz, glaube ich. Der Reifen. Den Funkenfuchs sehen. Geil, der von links ist auch, von rechts ist auch kaputt. Jetzt sind die Dinger wieder da, das ist sowas von anspruchslos. Kostet Zeit, ja, und die ist hier gerade sehr wertvoll, aber das ist dünn. Acht Sekunden. Hä? Was war das für eine Straßensperre? Das war eine gute. Wieder nicht geschafft. Ich habe zu spät Escape gedrückt. Das krieg ich noch ewig zu hören. Ja, weil ich das noch ewig fahren muss. Der richtige Wagen? Was denn ist ein Fair Lady da oben drauf hat? Und der hat keine Kackrückspiegel. Ich muss mal Eingabetaste drücken, wenn wir wiederholen. Dann geht's schneller voran. Das kann ich nicht überspringen. Linken 31 hier. Verfolge den 411. Linken 130, wo befinden Sie sich im Moment? 411. In westlicher Richtung nahe der Silver Casino Lodge. An alle verfügbaren Einheiten. Linken 130 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Und wo? Gerade in einem Verkehrsunfall verwickelt. Zielperson hat meinen Wagen gerammt. Du standst im Weg. So war das. Oh nö, der schon wieder. Nicht drehen, auch ihr Kackärsche. Ja, es kostet nämlich verdammt viel Zeit. Oh, wie das Heck aussieht. Nö. Oh, eine Tankstelle. Das hat verdammt viel Zeit gekostet. Und aerotechnisch sind wir jetzt in Graus. Ich stehe doch nicht im Weg, ey. Ich glaube, den Versuch kann ich auch wieder knicken. Meines wird immer besser. Ich schau mal noch weiter. Wer weiß, was noch passiert. Ich finde hier die Mega-Abkürzung. Na, na, na.
Ich hätte den Zivilisten rammt. Viel Spaß bei der Reparatur. So, Gleichtunnel, Gleichstraßensperre mit Nagelband. Ja, die sagen die Nagelbänder an. Ich habe es bisher nicht gehört. Schieben die mich gleich mal rein. 34 Sekunden. Schade, dass die immer an der gleichen Stelle sind, die Nagelbänder. Also das Nagelband bisher auf dieser Strecke. So heißt es einfach auswendig lernen und so viel Kontakt mit irgendwas vermeiden wie nur möglich. Sekunden. So, hier ist diesmal keine Straßensperre, also die verändert sich. Die Straßensperrerei. R473, das kommt bekannt vor. Nicht da in die Ecke. Oh. Diesmal nicht. Ich kürze wieder ab, aber diesmal nicht ganz so krass. Hohohoho. Der Kill switcht jetzt. 27 Sekunden. Brauchen wir Nitro. Wird es aber winklig. Also die Kakteen haben wir schon gesehen. Hätte hier etwas abkürzen können. Kill switch Hans. Zwei davon hinter uns. Zwei mit Schalter. 60 Sekunden. So weit waren wir noch nicht. Ich kürze ab. Oh Gott, wer ist? Mann, war das einfach. 6 Sekunden. Hätte auf der Straße bleiben sollen. Ich kann nicht Escape drücken. Ach stimmt, Escape ging ja gar nicht so weit. Tab. Mist, ja genau. Es war Tab. Gut, dann probieren wir das nochmal in der nächsten Folge. Und wir haben unser erstes Nagelband gefunden und gefunden. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.